Willkommen zu diesem Video, in dem ich verschiedene Webseiten aus der Digitale Safari Community analysieren werde und währenddessen erklären werde, was eine gute Website ausmacht, welche Fehler man machen kann und worauf man achten sollte, um online Kunden zu gewinnen über seine Website. Ich hatte bei Instagram einen Aufruf gemacht, dass ihr mir eure Webseiten schickt, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich die öffentlich hier in einem YouTube-Video analysiere. Und das haben einige Leute gemacht und deshalb werde ich jetzt hier mal mit einem Video starten. Es wird wahrscheinlich mindestens zwei Teile geben, weil ihr mir viele Webseiten geschickt habt. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Vielleicht ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Johannes Eder, ich bin Co-Founder von Digitale Safari und ich komme ursprünglich aus dem Designbereich und habe mich lange darauf spezialisiert gehabt, Webseiten zu bauen, die verkaufen, und daraus ist dann irgendwann mit dem Pascal gemeinsam die Digitale Safari entstanden, mit der wir jetzt Coaches, BeraterInnen, aber auch KreativdienstleisterInnen dabei helfen, sich online aufzustellen, ihr Business zu digitalisieren, Online-Kunden zu gewinnen und dadurch mehr Flexibilität und Freiheit für ihren Lifestyle zu erlangen. Lass uns sofort loslegen. Ich habe die Webseiten hier schon vor mir und ich gehe die in der Reihe durch, wie sie bei mir bei Instagram in unserer Story reinkamen. Und die erste Website, die reinkam, ist die Website Digitale Wege, Agentur für Webentwicklung. Und was ich jetzt machen werde, ich werde sowohl kurz was zum Design sagen, als auch was zum Inhalt, ist für mich immer zu trennen. Design ist auch immer ein bisschen ein individueller Geschmack, der damit dazu kommt. Das heißt, es kann sein, es gefällt mir was nicht so gut, was aber jemand anderen total gut gefällt und umgekehrt. Und von der Strategie her werde ich mir einfach mal ansehen, ja, kann man darüber Kunden gewinnen? Würde ich was anders machen? Und dabei ist auch immer wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine Website handelt, die man einfach so im Internet findet, oder um einen Marketing-Funnel, also eine Abfolge von einzelnen Seiten, die speziell für eine Online-Marketing-Kampagne gebaut wurde. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Website, die ich wahrscheinlich so nicht für eine Marketingkampagne einsetzen würde, weil es einfach so eine Website ist, auf der man landet und das Angebot vorgestellt wird. Wir haben hier Agentur für Webentwicklung, Webdesign, Konferenzen, Schulungen, Datenschutzberatung, und lass uns einfach mal kurz drüber gehen, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Genau, so sieht die Website aus. Vielleicht kurz zum Design. Ich finde, das Design ist hier solide. Es haut mich aber auch nicht komplett um. Also was ich mir immer wünsche, wenn ich Webdesign oder irgendwas Kreatives sehe, dann wünsche ich mir große Bilder, wo ich ein Gefühl für die Arbeiten bekomme. Und hier passiert für mich auf den ersten Blick schon recht viel. Wir haben recht groß dieses Logo, was fast ein bisschen mit der Überschrift konkurriert. Wir haben hier recht klein diese Case Studies. Die hätte ich mir irgendwie in einer Form größer gewünscht, damit die mehr ins Auge stechen und ich da mehr auch die Details sehe. Und wir sehen hier unten schon die drei Punkte, die auch nochmal mit in das erste Bild reinkommen. Dann haben wir zwei rote Buttons, Rückrufservice und Beratungsgespräch vereinbaren. Da weiß ich noch nicht zu 100%, welchen ich klicken soll. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, mir passiert hier ein bisschen viel. Ich würde mir das wünschen, dass es noch einfacher und klarer ist, vielleicht für die obere Sektion mehr Raum sich nehmen und dadurch mehr Klarheit für den Nutzer schaffen und versuchen, weniger Akzente zu setzen. Wir haben jetzt hier drei Stück und ich weiß jetzt gar nicht, worauf klicke ich jetzt zu 100%. So, das mal zum Design. Genau, von den Farben her sehe ich hier relativ viele verschiedene so Blautöne. Hier so einen ganz leichten Blauton im Hintergrund, hier verschiedene Blautöne. Hier oben in dieser Schrift nochmal einen anderen Blauton. Das würde ich wahrscheinlich versuchen, nochmal etwas zu vereinheitlichen. Und ansonsten, dieser Rotton ist Geschmackssache. Genau, kann man so machen. Ich bin kein Riesenfan von diesem Rot, aber das ist wie gesagt eine Geschmackssache und kann anderen Leuten viel besser gefallen. Das mal zum Design, zur Usability. Rein inhaltlich sehen wir, dass das eine Website ist, auf der sich eine Agentur vorstellt. Das heißt, die ist sehr zentriert auf die eigene Arbeit. Es geht darum, was wird hier angeboten? Webentwicklung, Webdesign, Konferenzen, Schulungen. Und hier sieht man es auch nochmal, Webdesign, Konferenzen, Schulungen, Datenschutz. Wie wir arbeiten, Digitalisierung, repräsentativ, kein Callcenter. So, es geht also sehr stark um diese Agentur. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn es nicht nur um die Person geht, die sich auf dieser Website vorstellt, sondern in erster Linie mal um die Zielgruppe dieser Person. Also, dass die Zielgruppe angesprochen wird mit ihren Problemen. So, wenn wir jetzt eine Marketingkampagne darauf schalten, dann wird, denke ich mal, die Zielgruppe ein bisschen lost sein, weil sie einfach alle verschiedenen Angebote sieht,
aber nicht mit ihrem spezifischen Problem abgeholt wird und nicht dafür eine Lösung erhält. Das heißt, ich würde mehr Zielgruppen ausgerichtet kommunizieren, also mehr, hey, du bist Zielgruppe X, hast das und das Problem, vielleicht haben wir die Lösung, das kann dir helfen, an dein Ziel zu kommen. Das wäre Zielgruppen ausgerichtet. Wenn man eher auf sich ausrichtet, ist es so, hey, ich bin Johannes und ich mache XYZ. Also ich würde die Zielgruppe in den Vordergrund stellen und um ein skalierbares Business aufzubauen, würde ich die Positionierung schärfen. Ich würde nicht so viel anbieten und dafür das Wenige, was ich anbiete, so anbieten, dass ich es skalieren kann, weil je mehr man anbietet, desto komplexer werden die Prozesse und desto schwieriger wird die Skalierbarkeit. Das heißt, wir sehen hier schon den Ansatz von einer Full-Service-Agentur und da sehe ich oft das Problem, dass man viel Zeit reinsteckt, wenn man sich in ganz viele verschiedene Themen einarbeiten muss, was natürlich für eine gewisse Zielgruppe auch gut ist, wenn sie einen Partner hat, der alles abdecken kann. Aber es ist halt nicht so skalierbar wie der Experte, der sich auf ein Thema fokussiert und damit wachsen kann, mit Leichtigkeit die Ergebnisse bringt, weil er sich einfach besser auskennt als jeder andere. Genau, das heißt, das vielleicht einmal zu dieser Website zusammengefasst. Design würde ich ein bisschen vereinfachen von den Farben, von der Struktur. Und inhaltlich würde ich mehr auf die Zielgruppe gehen und nochmal über die Positionierung nachdenken, ob sich das nicht vereinfachen lässt, damit man in diesem Unternehmen mehr Skalierbarkeit reinbekommt. Genau. Eine Werbekampagne würde ich auf diese Website so nicht schalten, sondern ich würde für eine Werbekampagne wirklich ganz zielgerichtet eine Landingpage bauen, die sich an die Zielgruppe richtet und ein ganz bestimmtes Problem löst. Also ich würde dann immer nur auf eins von diesen Angebotsteilen eingehen. Noch ein ganz kurzer Blick hier auf die Mobile-Version der Seite. Das finde ich gut, das sieht sauber aus, das ist aufgeräumt. Da komme ich auf jeden Fall ganz gut klar. Und damit würde ich sagen, lass uns weitergehen zur nächsten Website, die mir aus der Community geschickt wurde. Die Website von Manuel Probst und auch da machen wir es so, ich werfe einen kurzen Blick aufs Design und die Struktur und dann gehen wir ein bisschen auf den Inhalt ein. Also mehr Anziehungskraft für deine Online-Brand, gehen wir mal ein bisschen runter. Ein professioneller Auftritt muss nicht so mühsam sein, meine Services, Online-Auftritt, Produkt, Verkauf. Da haben wir Webdesign, Social Media, Bücher, E-Books, Online-Kurse, Landingpage, Webshop, okay. Dann kann ich ein kostenloses Vorgespräch buchen. Ich sehe hier ein Portfolio und diese Brands vertrauen mir. Meine Services sind perfekt für dich, wenn. Mehr über mich, okay, eine About-Sektion. Dann der Prozess kann losgehen. Schreib mir eine Nachricht. So, vielleicht die mal vom Design und von der Struktur, von der Usability der Website her. Mir gefällt diese Seite besser. Ich bin aber auch ein Fan von sehr reduzierten Seiten. Warum gefällt mir die gut? Weil ganz klar ist, wohin ich hier schauen muss. Ich habe hier eine Person, die mich hier freundlich anschaut, bekomme ich sofort ein Gefühl dafür, mit wem habe ich es hier zu tun. Ich habe eine große Überschrift, die meine volle Aufmerksamkeit bekommt, die in dem Fall auch nicht mit dem Logo so konkurriert. Und ich habe einen Button, auf den ich klicken soll. Das heißt, rein von der Usability und dem Design her finde ich das sehr gut und sehr klar und aufgeräumt hier an der Stelle. Auch hier, ich habe auf einen Blick die nächste Sequenz. Ich habe hier ein Gestaltungselement mit diesen abgerundeten Ecken. Müssen wir mal gucken, ob das auch genau, das taucht auch hier immer mal wieder auf. Ich finde auch hier beim Portfolio gut, dass diese einzelnen Cases eine gewisse Größe haben, also dass dieses nicht zu viele auf einmal sind, sondern ich wirklich die sehr gut wahrnehmen kann und mich dann da tiefer reinklicken kann. Genau, also mir gefällt diese Website gut, sie ist recht nüchtern und clean, also sie ist sehr, so ein bisschen mit diesen Blautönen und viel Weiß, dadurch ist die so ein bisschen zurückhaltend und diskret, das ist auch eine Geschmackssache, könnte mehr Lebendigkeit, Wärme rein, wenn man sich das wünscht, aber mir gefällt es erstmal rein optisch vom Design her und von der Usability her gut, weil ich gut geführt werde, weil ich weiß, wohin ich klicken soll, weil nicht zu viel passiert und die einzelnen Elemente genug Raum bekommen. Das zum Design. Dann mal inhaltlich. Lass uns da mal einen kurzen Blick in diesen Text werfen. Mehr Anziehungskraft für deine Online-Brand ist für mich erstmal klar. Zielgruppe frage ich mich jetzt noch, weil Online-Brands gibt es ganz viele. Ich gestalte zuverlässige Designlösungen, die leidenschaftlichen Content-Creatern dabei helfen, ihre Community zu begeistern und Sponsoren zu überzeugen. Okay, hier haben wir also Zielgruppe, Content-Creator, also wahrscheinlich sozusagen Influencer, die ihre Brand stärken wollen, finde ich erstmal gut, sich da auf so eine Zielgruppe zu
fokussieren. Was ich mir dann dachte, wenn ich weiter auf diese Website schaue, da geht es dann schon auch recht klar um die Angebote und die sind sehr breit gefächert. Genau, wo war das nochmal mit den Angeboten? Hier Online-Auftritt, Webdesign, Social Media, Corporate Identity, Bücher, Online-Kurse, Verpackung, Landingpage, Webshop, so. Da ist relativ viel. Und ich würde wahrscheinlich versuchen, die Zielgruppe noch stärker über ihre Wünsche und ihre Ziele abzuholen. Wir haben zum Beispiel hier oben das Thema Sponsoren begeistern, das dann unten auf dieser Website nicht nochmal auftaucht. Und deshalb würde ich es wahrscheinlich hier oben auch rauslassen, wenn das nicht wirklich der Fokus ist, dass du den Leuten hilfst, Sponsoren zu bekommen. Mir macht es den Anschein, dass du wirklich aufs Design fokussiert bist, was an sich gut ist. Aber schöner ist es noch, wenn man den Leuten ihren Wunsch verkauft. Das heißt, die Leute haben nicht unbedingt den Wunsch, ein nettes Design zu haben und überall gut aufzutreten, sondern sie haben den Wunsch, ihre Zielgruppe anzusprechen, Sponsoren zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, Geld zu verdienen, zu wachsen. Und wenn du dich jetzt auf diese Zielgruppe Content Creator spezialisierst, dann fände ich es jetzt spannend, irgendeine Case Study zu sehen, wo ich sehe, wie du einem Content Creator geholfen hast, an sein Ziel zu kommen, mehr Reichweite zu bekommen, Sponsoren zu erhalten und daran zu sehen, dass du nicht nur im Design dich auskennst, sondern einfach für diese Zielgruppe ihre Probleme lösen kannst. Genau, also ich finde es insgesamt, finde ich das alles wunderbar und ganz solide, würde aber auch da noch mehr auf die Zielgruppe und auf ihre Wünsche eingehen, vielleicht anhand einer Case Study, über die ich sehen kann, dass du wirklich Expertise hast und dass du Leuten wirklich hilfst, Ergebnisse zu erreichen. Genau, das mal zu der Seite und wir gehen hier auch noch kurz über die Mobile-Version der Seite, finde ich auch stimmig, das sieht gut aus, was ich mir dachte. Hier oben würde ich vielleicht, wenn es geht, das Bild ein bisschen weniger hoch machen, damit auch gleich dieser Button mit drin ist. Aber an sich finde ich das eine solide Sache. Genau, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt schon 13 Minuten. Wahrscheinlich wären es doch mehr Videos als nur zwei, weil ich will die Videos auch nicht zu lange machen und die Aufmerksamkeit nicht zu stark strapazieren. Aber wir machen mal noch eins bei. Zum Beispiel hier die Seite von Renata Schettmann. Eine Künstlerseite und wir sehen hier auf den ersten Blick Seminare, Workshops, Online-Shop, Newsletter. Wir sehen im Hintergrund ein großes künstlerisches Bild. Sehr geehrte Besucher, ich freue mich, dass Sie meine Website besuchen. Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen. Sieht man verschiedene Bilder von Renata und ihren Bildern. Dann den Button Workshops, dann haben wir hier den Shop. Genau, was kann ich zu dieser Seite sagen? Ich finde die optisch lebt die natürlich hier von diesem großen Header mit diesem Bild. Ich finde, wenn man Bilder macht und künstlerisch arbeitet, würde ich mir insgesamt auf der Seite wünschen, noch größer und eindrucksvoller diese Bilder zu sehen, weil die hier schon recht klein sind und auch hier recht klein und hier natürlich im Hintergrund. Also ich würde mir hier mehr Raum für die Kunst wünschen, dass ich mehr von dieser Kunst im ersten Moment sehen kann. Genau, rein inhaltlich ist es auch eine Seite auf der einfach die Arbeiten präsentiert werden. Das ist natürlich zu unterscheiden zu jetzt einer Coaching-Seite, wo jemand einen transformativen Prozess mit dem Kunden durchgeht und den an ein Ziel bringt. Oder ob ich jetzt ein Produkt verkaufe, da sind wir jetzt nicht so krass drauf spezialisiert, Produkte zu verkaufen und zu vermarkten, sondern eher im Beratungsbereich zu Hause. Genau, aber das würde ich optisch sagen, noch mehr diese Bilder leben lassen. Und ich sehe hier schon von der Usability her, wir haben hier drei Buttons. Das heißt, ich weiß als Nutzer erstmal nicht, welcher ist jetzt der wichtigste, wohin soll ich klicken, ich werde nicht so stark geführt. Das sehen wir auch auf Mobile, da gibt es auch noch so einen kleinen Grafikfehler, dass die ineinander verschwimmen. Genau, ansonsten funktioniert diese Seite auf Mobile ganz gut, wären auch diese Bilder etwas größer. Sehen wir natürlich Renata dreimal hintereinander und dadurch die Bilder vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, die würde ich mir da auch ein bisschen präsenter wünschen. Genau. Und das auch zu rein inhaltlich, wenn man jetzt Kunst präsentiert. Ich habe es gerade gesagt, ich würde die Kunst mehr in den Fokus stellen und habe mich gefragt, ob hier diese Shop-Seite so in die Startseite integriert sein sollte oder ob man da lieber einen Button macht, der einen dann auf eine Shop-Seite führt, die losgelöst ist von der Startseite. Das heißt, ich würde die Startseite so machen, dass sie die Nutzer abholt mit tollen Bildern und wenn ich dann auf ein Bild klicke, dann lande ich vielleicht im Shop, um da noch mehr Klarheit zu schaffen. Aber wie gesagt, Shop ist nicht unsere Spezialdisziplin. So, ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Seite
und die nächsten Seiten dann im nächsten Video. Und zwar die Seite Nahrungsglück. Gesunde Ernährung ist meine Medizin von Franzi, ganzheitliche Ernährungs- und Ayurveda-Gesundheitsberaterin. Werfen wir da mal einen Blick drauf. Lass uns etwas Gutes für dich tun. Kochworkshops, Ayurveda-Frühstück-Kochkurs und ein Kochcamp haben wir. Dann haben wir hier nochmal den Frühstückskochkurs und hier unten ein Blick ins E-Book. Okay, es scheint dann wahrscheinlich ein Freebie oder vielleicht auch der Kochkurs zu sein. Sehen, ich bin inhaltlich nicht ganz sicher. Dann haben wir hier Testimonials. Dann haben wir eine About-Sektion, ein Newsletter, Partner, Rezepte. So, genau, vielleicht mal zum Design. Mir gefällt diese Website von der Gestaltung her sehr gut. Ich finde das einheitlich mit diesen Schriften. Das hat eine Klarheit, das gefällt mir gut. Auch diese Farbwelt finde ich stimmig. Die Bilder sind toll, also mir gefällt diese Website rein optisch gut. Ich finde, die erfüllt ihren Zweck. Dieses Bild hier oben finde ich auch gut. Ich dachte mir, da könnte noch ein bisschen mehr, da passiert recht viel hier im Hintergrund und dann die Schrift darüber und dann sieht man fast das Essen in dem Korb nicht. Aber an sich, finde ich, kommt da schon was rüber und auch hier unten, das finde ich klar aufgeräumt. Genau, vom Design her, also gefällt es mir gut, ist natürlich immer eine Geschmackssache. Dann mal rein inhaltlich. Rein inhaltlich ist es so, dass ich diese Website als eine, ich sage jetzt mal, Bauchladen-Website beschreiben würde. Warum? Weil sie sozusagen Bauchladen von verschiedenen Angeboten zeigt. Und ich bin immer ein Fan davon, nicht zu sagen, hey, hier bin ich und ich habe hier einen Bauchladen mit verschiedenen Angeboten, sondern lieber die Zielgruppe anzusprechen und in einen Weg reinzuführen, wo sie erstmal gar nicht selbst die Entscheidung treffen muss, mache ich jetzt das, mache ich das oder mache ich das, sondern wo sie sehr gut geführt wird. Das heißt, ich finde so als eine Website, auf der man landet und sich informieren will, was sind hier so die Angebote, was gibt es hier so, finde ich das gut. Aber wenn ich jetzt an Marketing und Kundengewinnung denke, dann würde ich die Leute auf eine Website leiten, die zielgerichteter sich um ein Thema handelt und dort die Leute abholen. Es ist auch so, wenn ich jetzt Kochworkshops und Events habe, also zahlungspflichtige Angebote, dann ist es immer gut, wenn die Zielgruppe zuvor schon mal so ein bisschen abgeholt wird durch irgendeinen inhaltlichen Part, durch ein Video und dann dieses zahlungspflichtige Angebot kommt. Und das ist mir auch insgesamt aufgefallen, dass hier doch recht viel passiert. Wir haben Ayurveda-Frühstückskochkurs, also doppelt hier nochmal drin. Es hatte mich kurz so ein bisschen gewundert. Dann haben wir hier E-Book, hier nochmal Frühstückskochkurs. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil das auch nochmal da drin ist. Dann haben wir hier ein Testimonial zum Frühstücksbaukasten. Das heißt, der wird hier auf jeden Fall am meisten beworben auf dieser Startseite. Dann haben wir eine About-Sequenz. Dann haben wir einen Newsletter noch. Die Partner und dann unten noch Rezepte. Das heißt, mir, für meinen Geschmack, passiert hier ein bisschen viel. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen. Ich würde vor allem wahrscheinlich hier, wenn das eine Seite ist, auf der man die Angebote vorstellt, es dabei belassen und nicht auch in eins von diesen Angeboten noch gesondert reingehen, sondern diesen Part lieber auf eine einzelne Angebotsseite verschieben. Genau, das war mein Gefühl dazu. Also hier kann man, wenn man jetzt darüber Kunden gewinnen möchte und das noch mehr für einen Marketingprozess nutzen möchte, auf jeden Fall noch mehr auf die Zielgruppe eingehen und sie mehr führen in die Richtung eines Angebots und nicht so viel gleichzeitig zeigen, weil die Leute dadurch oft überfordert sind. Genau, noch kurzer Blick auf Mobile. Hier finde ich an sich, hat das auch gut funktioniert. Ein, zwei Sachen sind mir aufgefallen, zum Beispiel diese Schrift hier ist schon recht groß und die hier muss man sich so ein bisschen anstrengen, die zu lesen, aber an sich finde ich, funktioniert das noch ganz gut und sieht auf Mobile auch sauber aus. Genau, und ich würde sagen, mit den nächsten Webseiten machen wir im nächsten Video weiter. Das heißt, auf jeden Fall YouTube-Kanal abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst und wenn du auch mal die Chance haben möchtest auf so eine Website-Analyse. Dann folg uns bei Instagram und dann machen wir ab und zu mal so eine Umfrage und dann bist du vielleicht im nächsten Video auch dabei. Das war's von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video mit weiteren Website-Analysen.